Nächste Rednerin, die zuständige Ministerin Leonore Gewessler. Ministerin Leonore Gewessler gemeldet. Bitte, Frau Ministerin. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die Sie uns heute bei dieser Debatte live mitverfolgen. Heute ist ein großer Tag für den Klimaschutz. Heute diskutieren wir hier in diesem Raum, in diesem Parlament unser Gesetz für die Energiewende. Mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz liegt ein Gesetz zum Beschluss vor. Ja, das hat einen langen Weg hinter sich. Aber ich habe an dieser Stelle und von diesem Mikrofon auch schon einmal gesagt, Klimaschutz, das heißt auch, dass man dicke Bretter bohren muss. Aber wir scheuen davor nicht zurück. Wir greifen die Themen auf, wir greifen sie an und vor allem, wir finden Lösungen. Und genau das zeigen wir heute. Ich freue mich sehr, dass wir wirklich das größte Energiegesetzespaket in Österreich nun im Nationalrat nach den entsprechenden politischen Verhandlungen der Mandatarinnen und Mandatare auch beschließen können. Damit legen wir einen Grundstein zur Klimaneutralität. Damit werden wir europäisch ganz vorne dabei sein, werden wir zum Vorreiter mit 100% erneuerbarem Strom in unserem Land. Das Gesamtpaket hat über 100 Seiten, der Abänderungsantrag ähnlich umfangreich, und zeigt, wie umfangreich und wie gewichtig im wahrsten Sinne des Wortes dieses Paket ist. Wir betreten etwa mit den Energiegemeinschaften, die wurden schon erwähnt, Neuland. Wir gestalten die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um für eine günstige, eine grüne, eine versorgungssichere Ökostromzukunft zu sorgen. Und auch ich darf diese Stelle noch einmal nutzen, um mich bei all jenen zu bedanken, die dieses Gesetz in den vergangenen Monaten erarbeitet haben, die es in den Verhandlungen der letzten Wochen und Monate noch einmal intensiv behandelt und ja, verbessert haben. Allen voran natürlich den Abgeordneten Hammer, der Abgeordneten Graf und dem Abgeordneten Schroll und den vielen, vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Teams und in ihren Clubs. Aber ein ganz großes Danke auch, und da oben stehen Sie und da gehen Sie, den Mitarbeiterinnen im BMK. Einige sind heute hier stellvertretend für ein ganz großartiges Team, die gerade am Ende der Verhandlungen wirklich intensiv reingearbeitet haben. Also wirklich großes Danke, großes Lob. Ich bin immer wieder beeindruckt, was dieses Haus zu leisten imstande ist. Herzlichen Dank. Vor uns steht ein großer Umbau. Aber wir haben in Österreich schon einmal bewiesen, wir können Großprojekte. Wir haben das vorgezeigt. Wenn wir uns anschauen, die Industrialisierung, der Ausbau der Wasserkraft im 20. Jahrhundert. Und genau ähnlich diesen Großprojekten schaffen wir jetzt die Grundlage für ein gutes Leben im 21. Jahrhundert. Eine saubere Umwelt, eine intakte Natur, die Arbeitsplätze der Zukunft, die Wirtschaft der Zukunft. Und das ERG ist hier ein wirklich wichtiger Pfeiler, weil wir damit nicht nur Emissionen einsparen, sondern vor allem Investitionen auslösen. Insgesamt führen die Förderungen in diesem Paket über die nächsten 10 Jahre zu Investitionen von mehr als 30 Milliarden Euro. Und dabei wird gerade in Innovationen investiert, in Technologie investiert, mit hohen Anteilen von österreichischer, von europäischer Wertschöpfung, an der viele Innovationsführer in den Unternehmen Österreichs dabei sind. Von Fronius über die Föst, über unzählige Betriebe, die in Österreich bis hin zum lokalen Gewerbe beteiligt sind und Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung schaffen. Bis zu 100.000 Jobs kann die Energiewende sichern und schaffen. Und mit diesem Gesetz machen wir uns dazu auf den Weg. Das ist Klimaschutz, wie man ihn verstehen muss. Aktiv aus der Krise, aktiv gegen die Klimakrise. Wir handeln heute, gestalten unser Morgen mit ganz vielen konkreten Maßnahmen wie dem ERG, die jetzt die Grundlage dafür sind, dass wir im Kampf gegen die Klimakrise erfolgreich sein können. Ich möchte auf ein paar Punkte aus dem Gesetzespaket noch eingehen, weil ich glaube, es ist wichtig, immer wieder festzuhalten, und es kam in den Reden schon vor, im Mittelpunkt des ERG stehen die Bürgerinnen und Bürger, stehen die KMUs in unserem Land, die nun unmittelbar Teil der Energiewende werden können und damit unser Klima schützen.
Mit noch mehr Transparenz ermöglichen wir vollkommen neue Möglichkeiten für die Digitalisierung, für die Automatisierung, aber auch für einen fairen und gleichberechtigteren Zugang zu unserem Stromsystem für alle. Denn auch hier müssen wir aufholen. Wir müssen neue, progressivere Regeln schaffen, um neue Technologien und neue Lösungen auch einsetzen zu können. Und mit dem EAG ist auch hier ein erster Schritt getan. Auch die Energiegemeinschaften erfüllen genau diese Funktion mit einem der progressivsten Modelle Europas. Darauf, glaube ich, kann man wirklich stolz sein. Mit einem der progressivsten Modelle Europas für die Energiegemeinschaften schaffen wir es, dass neue Akteurinnen an unserem Stromsystem teilnehmen können. Wir schaffen Investitionen in intelligente Technologien und wir schaffen vor allem Teilhabe von Menschen an der Energiewende und damit Akzeptanz. Und diese Chance können und sollten wir jetzt gemeinsam nutzen. Die gerechte Transformation, das ist ein Eckpfeiler in dem Paket. Und deswegen freut es mich wirklich besonders, dass wir eine so gute Lösung gefunden haben, wie man sozial treffsicher besonders betroffenen Menschen entweder eine Kostenbefreiung oder eine Kostenbegrenzung garantieren können. Damit geben wir auch in diesem Bereich Sicherheit, Sicherheit für genau jene Menschen, die darauf angewiesen sind. Auch der erste Schritt in Richtung einer klimafreundlichen Industrie ist getan. Grünes Gas und grüner Wasserstoff werden richtig eingesetzt, einen ganz wichtigen Beitrag leisten zu einer zukunftsfitten, zu einer wettbewerbsfähigen Industrie in Österreich, in Europa. Und es eröffnet völlig neue und innovative Nischen, die es zu entwickeln gibt. Wichtig ist nun, dass wir speziell mit diesem Innovationselement im EAG wirklich fokussiert umgehen, um den Herausforderungen der heimischen Unternehmen und gerade im globalen Wettbewerb auch entsprechend begegnen zu können. Auch die Frage der Versorgungssicherheit ist eine bedeutsame. Mit dem österreichischen Netzinfrastrukturplan schaffen wir die Grundlage und den Rahmen zur Weiterentwicklung, zum Umbau, zum Ausbau der Netzinfrastruktur in Österreich. Zusätzlich schaffen wir mit der Versorgungssicherheitsstrategie auch eine Klammer zwischen Erzeugung, Verbrauch, europäischem Strommarkt und Infrastruktur. Nicht mehr im EAG, aber trotzdem ein gewichtiger Pfeiler auch in diesem Paket ist die Netzreserve, erst kürzlich von der Europäischen Kommission bestätigt. All das zusammen wird eine wichtige Rolle spielen, um auch weiterhin Versorgungssicherheit im internationalen Spitzenfeld anbieten zu können. Das EAG ist ein riesiges Paket, ein gewichtiges Paket. Es enthält unzählige Stellschrauben, die wir nun beginnen zu drehen, um wirklich diese Maschinerie, dieses Betriebssystem in Gang zu setzen. Auch die EU-Kommission wirft gerade ihr strenges Auge, ihren strengen Blick auf dieses wirklich europaweit einzigartige Paket. Aber wir wollen in Europa vorangehen. Um Verzögerungen zu vermeiden, treten einige Teile des EAG sofort in Kraft. Ein anderer Teil wird nach der abgeschlossenen Notifizierung durch die EU-Kommission in Kraft treten. Wir setzen uns dafür ein, dass Österreich seine Energieziele verfolgen kann, setzen also alles daran, das Ziel, Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen, um eben unsere Unternehmen und die Bürgerinnen zu unterstützen in diesem Umbau des Energiesystems. Das Parlament, also Sie alle, entscheiden heute über einen wichtigen Eckpfeiler auf unserem Weg zur Klimaneutralität. Es sind viele Gesetze, ja, Herr Abgeordneter Lorke, es sind viele Gesetze, viele Bausteine, die die Energiewende braucht. Und die besten Lösungen sind dabei nicht immer die, die am einfachsten zu finden sind. Aber vor ein paar Monaten bei der Präsentation der Regierungsvorlage habe ich hier gesagt, wir werden in 10 Jahren stolz zurückblicken auf das, was uns mit diesem Gesetz gelungen ist. Stolz zurückblicken auf das. Und heute, wenn ich zuhöre, wenn ich hier in diesem Raum bin, dann spüre ich schon ein bisschen was von dieser Freude. Weil das EAG, das ist ein Gesetz für sichere Arbeitsplätze, auch in der Zukunft. Das ist ein Gesetz für stabile Wirtschaft, für Milliardeninvestitionen in die heimischen Betriebe. Vor allem aber ist das Erneuerbaren Ausbaugesetz unser Gesetz für die Energiewende. Und ich bin überzeugt, wenn Sie heute zustimmen, können wir mit großer Zuversicht sagen, 2030 wird Österreich nur noch Strom aus erneuerbaren Energien verbrauchen. Und um ehrlich zu sein, das ist eine richtig, richtig, richtig gute Aussicht. Herzlichen Dank. Applaus